So, jetzt tun wir unseren Auftrag implementieren. Und zwar, ich habe hier 5 Buchsammlungen, also gut. Dann kommen erstmal die Namen, Buchsammlung als Überschrift und die 5 Sammlungen. E, Stückzahl, dann habe ich 4, 2, 12, 11 und, 11 und 7. Dann Stückpreis. Dann habe ich 19,99, 11,39, 8,99, 19,95 und 7,99. So, jetzt kommen wir zur ersten Aufgabe. Preis von jeder Buchsammlung ausrechnen. Okay, Preis. Und das ist dann ganz einfach Multiplikation quasi von Stück und Stückpreis. Und wie bei jeder Formel, man fängt an mit der ersten Zeile, nimmt die Stückzahl von der ersten Zeile mal den Stückpreis von der ersten Zeile. So, da haben wir den Preis für die erste Buchsammlung ausgerechnet und dann kann man diese Formel per Runterziehen auf die restlichen Buchsammlungen übertragen. So, zweite Aufgabe sagt, Mehrwertsteuersatz ist 7%. Was ist der Mehrwertsteuerbetrag? Okay, wir müssen irgendwo den Satz anlegen. Habe ich empfohlen, dass man alle Sätze in einer separaten Tabelle anlegt, weil es ist ja viel flexibler und viel einfacher. Und da sieht man jetzt, wenn ich das hier in die Sätze eingebe, da haben wir unseren Mehrwertsteuersatz von vorhin. Und jetzt könnte ich hier einen weiteren Satz eingeben. 7% und gehe zurück zu meiner Tabelle. Mehrwertsteuerbetrag und das ist dann der Preis mal und dann den Satz und das ist hier. Und hier darf man nicht vergessen, F4 drücken, weil dieser Zellbezug Sätze B3 darf sich beim Runterziehen der Formel gar nicht verändern. So, und da haben wir die Mehrwertsteuer und die liegt bei 5,50 Euro oder vielmehr 5,60 Euro bei der ersten Buchsammlung. Der Bruttopreis für die Buchsammlung, brutto, ist dann nichts anderes als der Nettopreis plus die Mehrwertsteuer. Okay. Und dann zu jeder Buchsammlung kommen noch 4,99 Euro Versand dazu. Was ist der Endpreis? Und so, Endpreis ist dann quasi dieser Bruttopreis plus diese 4,99 Euro. Diese 4,99 Euro legt man auch hier in Sätze ab. Ja, Versand 4,99 und dann kann man das da plus auch wieder, da dieser Versand, diese 4,99 € für alle gelten, F4, und so habe ich dann meine Endpreise. Und man sieht ja durch diese Übung, wie vorteilhaft das ist, wenn man alles in einer separaten Tabelle ablegt, die ganzen Sätze. Weil so jetzt, wenn ich jetzt noch eine Übung hätte oder noch eine Aufgabe oder noch eine Tabelle, die solche Mehrwertsteuersätze oder Versand benutzt, kann man immer auf diese Tabelle gehen. Und wenn man diese Sätze ändern will, muss man nur in der Tabelle Sätze gehen, das ändern und schon sind alle Kalkulationen automatisch aktualisiert.